Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich begrüße Sie herzlich zu diesem zweiten Come&See-Webcast zum Thema Flauterbehandlung, Laservitriolyse oder Vitrektomie. Der Webcast entstand aus der Tradition des alljährlich stattfindenden Come&See-Meeting, bei dem wir kollegial und offen, ohne Mikrofon vor Ort, aktuelle und kontroverse Themen der Augenheilkunde diskutieren. Und das möchten wir dieses Jahr online weiterführen. Ich begrüße sehr herzlich unsere Referenten des heutigen Abends, Herrn Professor Hans Hörauf, Direktor der Augenklinik Göttingen, und Herrn Dr. Hakan Kaymak aus Düsseldorf, ein überaus erfahrener Laseroperateur zu diesem Thema. Bevor es losgeht, möchte ich Sie noch über ein paar technische Aspekte informieren. Kamera und Mikrofon sind bei allen Teilnehmern standardmäßig deaktiviert. Für ein reibungsloses Streaming verwenden Sie am besten einen LAN-Anschluss. Das Größenverhältnis der Präsentation und des Referenten können Sie anpassen, indem Sie die Leiste zwischen den beiden Bildern nach links oder rechts ziehen. Sie können die Ansicht in der oberen rechten Ecke ändern. Für Fragen steht Ihnen das Chat-Tool zur Verfügung, welches Sie unten in der Menüleiste sehen können. Sie können sowohl technische, organisatorische, aber natürlich gerne auch inhaltliche Fragen an die Referenten über den Chat stellen. Wir werden uns bemühen, alle Fragen zu beantworten. Leider wurde die Veranstaltung noch nicht CME zertifiziert. Wir arbeiten allerdings noch daran. So, und jetzt darf ich dich bitten, Hakan, Herr Ja. Dr. Kaimak aus Düsseldorf zum Thema Flauterbehandlung mit Laservitriolyse. Bitte schön. Ja, lieber Arndt, vielen Dank für die Einladung und ich hoffe, dass das Thema dann auch für unsere Zuhörer spannend wird. Ich müsste gleich hier noch technisch, ob das jetzt weitergeht. Ich habe noch nicht die Kontrolle. Ja, das war dann doch ein bisschen zu schnell. So. Also, es geht um die. Könnte ich noch mal meinen Vortrag bekommen? Bei euch auch so ein bisschen unscharf, Arndt, das Bild. Ja, das Bild ist gut bei mir. Ich hatte allerdings wie du technisch auch das Problem, ich konnte erst mein Video nicht aktivieren, obwohl wir es ja x-mal geübt haben jetzt. Aber Ja, anyway, also kommen jetzt müsste es gut. losgehen, Hakan. Ich habe schon drauf gedrückt. Jetzt. Also, ich glaube, bei den Patienten mit Flautern ist ganz wichtig, dass wir eine gute präoperative Diagnostik durchführen. Und was bei uns standardmäßig durchgeführt wird, dass der Visus erhoben wird. Wir schauen, ob der Patient Metamorphopsien hat. Wir machen eine Weitwinkelfundusaufnahme. Dann das OCT wird bei uns standardmäßig durchgeführt, auch eine Biometrie bei denjenigen, die phag sind. Und dann bekommen die Patienten natürlich wie bei jeder Untersuchung das Mydriatikum, um die Pupille beizustellen. Im Arztzimmer, was genauso entscheidend ist, ist natürlich dann das Gespräch mit dem Patienten. Und das ist ja fast schon manchmal auch eine psychologische Betreuung, weil man sich auf verschiedenen Ebenen dann unterhält. Und ganz wichtig ist, dass man das, was der Patient sagt, auch wirklich dann versteht und was für den Patienten dann wichtig ist. Nicht selten ist es so, dass Patienten kommen und ihnen dann auch diese Bilder dann zeigen oder geben, was sie dann wirklich erkennen. Das war eine Patientin, die war erst vor 2, 3 Wochen bei mir, Rechtsanwältin, 38 Jahre alt, hochmyop, und hat diese Flauter dann gezeichnet. Und das ist natürlich dann schon etwas, wo sie
überlegen, wie kann ich diesem Patienten dann helfen, vor allem wenn auch dieser Patient die Rechtsanwältin ist, die dann sagt, ich kann mit diesen Trübungen nicht mehr leben. Das klingt für uns manchmal ja schon wirklich ein bisschen eigenartig, was die Patienten erzählen, aber wenn man sich in der Literatur oder sich die Literatur anschaut, dann sieht man schon, wie hoch der Leidensdruck ist bei diesen Patienten, die diese Floater haben. Das ist vergleichbar mit Patienten, die schon einen Herzinfarkt gehabt haben oder sogar einen Schlaganfall oder sogar asymptomatisch eine HIV-Infektion. Das heißt, wir sollten diese Patienten dann wirklich ernst nehmen und auch den Leidensdruck. Und es macht schon Sinn, sich mit diesen Patienten zu beschäftigen. Es gibt andere Studien, die zeigen, wie hoch dieser Leidensdruck ist. Es gibt so eine Art psychologischen Test, in dem gefragt wird, wie viele Jahre Ihres Lebens würden Sie denn opfern, damit Sie von diesen Floatern dann wegkommen, und Sie sehen, dass es bei 65- oder 45-Jährigen 4 Jahre wären, bei 25-Jährigen sogar 7 Jahre. Und das Risiko, was Sie in Kauf nehmen würden, ist eine Erblindung durch eine Operation von 7% und der Tod bis zu 11%, was wirklich, wenn man das erste Mal liest, einen dann doch sehr überrascht. Wichtig ist, denke ich, die Untersuchung, die ganz genaue Untersuchung bei diesen Patienten, die fängt mit der Spaltlampenuntersuchung dann an im Arztzimmer. Und hier ist es ganz wichtig, dass man sich erstmal anschaut, wie sehen diese Floater dann aus, diese linsennahen Trübungen, wie nah sind sie an der Linse. Dann schaue ich mir im Laufe der Untersuchung dann den Glaskörperraum an. Ich lasse den Patienten hin und her schauen, um einfach ein Gefühl dafür zu kriegen, wo befinden sich diese Glaskörpertrübungen. Sieht der Patient sie auch in diesem Moment, dass wir auch wirklich von den gleichen Trübungen dann reden? Manchmal ist es auch so, dass man diese Trübungen dann an der Spaltlampe dann nicht sieht und auch nicht in der Funduskopie. Und das sind die Patienten, die diese netzhautnahen Trübungen haben. Und die sieht man in den OCT-Aufnahmen, finde ich, ganz gut. Das heißt, eine ausführliche Diagnostik ist ganz wichtig bei diesen Floater-Patienten, und auch natürlich die Peripherie muss untersucht werden, ob irgendwelche Netzhautdegenerationen dann vorliegen, die man dann behandeln werden oder die behandelt werden sollten. Die erste Frage ist dann auch, ist es nach dem Weittropfen besser geworden? Und wenn die Patienten das Ganze dann mit Ja beantworten, dann ist es für mich ein Kandidat, den ich auch mit niedrig dosiertem Atropin gut versorgen kann, weil damit die Symptomatik deutlich gemindert wird, weil einfach der Kontrast von diesen Floatern dann runtergeht. Wenn er mit Nein antwortet, dann muss ich mir überlegen, eine Vitriolyse oder eine Vitrektomie. Und hier ist es für mich eher so, dass ich dann schaue, dass ich eine Vitrektomie versuche, erstmal zu vermeiden. Und wie man das vielleicht früher gemacht hat, buckle first, erstmal schauen, ob ich es mit einer Vitriolyse hinkriegen würde. Die Bedenken, die man natürlich hat im Kopf, auch wenn man viele Operationen durchführt, ist die Komplikationsrate bei den Vitrektomien. Und die kann natürlich bis zu 10% liegen für eine Netzhautablösung, was natürlich bei diesen Patienten und bei diesen jungen Patienten ja nicht etwas ist, was man gerne haben möchte. Auch die Zufriedenheit muss man sich im Hinterkopf behalten. Das bedeutet, dass auch Patienten, bei denen sie eine Vitrektomie durchgeführt haben, das heißt, wenn der Glaskörper komplett weg ist, kriegen sie trotzdem nicht zufriedengestellt. Das heißt, auch wenn alles sehr gut läuft, sind es diese Patienten, die trotz einer Vitrektomie, wenn sie den Glaskörper komplett entfernt haben, nie richtig zufrieden sind. Und diese Anzahl an unzufriedenen Patienten ist dann doch gar nicht so selten. Das heißt, welcher Patient ist jetzt nun für eine Laservitriolyse geeignet? Und da ist es ganz wichtig, dass man sich die Lokalisation anschaut, die Morphologie und auch die Anzahl der Trübungen von diesen Patienten oder von diesen Glaskörpertrübungen. Das heißt, die Lokalisation ist ganz wichtig, dass ob sie hinter der Linse liegt oder vor der Netzhaut. Das heißt, sie muss einen Abstand haben von 3 mm. Wenn sie im Glaskörperraum sind, sind es genau die Glaskörpertrübungen, die für eine Vitriolyse dann in Frage kommen. Schaut man sich die Morphologie an, das ist das, wenn die Patienten sagen, ich schaue in den Himmel, dann sehe ich den Floater. Und so ist es eigentlich, wie sie das Ganze, finde ich, auch sich anschauen sollten. Man sieht nämlich viele Überschneidungen, wenn man sich die Wolken anschaut. Es gibt wolkenähnliche Trübungen. Das ist ja mit der Steuerung ein bisschen tricky. Das heißt, ich schaue, ob diese Trübungen solide sind, kompakt sind
oder ob ich so flockenförmige Trübungen habe. Die sind die Patienten, die diffus über Lichthöfe dann berichten. Dann ist es so, dass man auch Patienten haben kann, bei denen diese Trübungen so schleierartig sind vor der Makula und die dann einen Schattenwurf auf die Makula dann verursachen. Es gibt aber auch Trübungen, die sind mehr so schlierenartig. Und wenn man eine Vitrektomie führt, dann sieht man manchmal auch wirklich diese Fasern des Glaskörpers. Und wenn man ganz genau achtet, kann man die auch während der Spaltlampenuntersuchung dann feststellen. Es gibt auch Trübungen, die sind so diffus, schleierartig. Die sehen dann so aus. Das heißt, wenn Sie eine Diagnostik durchführen, dann müssen Sie nicht nur schauen, wie diese Trübungen aussehen, sondern auch, wie die Morphologie ist. Es gibt natürlich auch kombinierte Trübungen, die man dann sehen kann, wenn Sie ganz genau hinschauen. Das heißt, wichtig ist, dass Sie differenzieren können zwischen gut definiert, zwischen wolkenartigen Trübungen oder ob diese Trübungen diffus sind oder ob sie Kombinationen haben. Das heißt, es ist ganz wichtig, dass man sich vorher Gedanken macht, welche Trübungen kommen denn für eine Vitrelyse in Frage. Die Anzahl und Größe spielt natürlich auch eine Rolle. Das heißt, wenn es zu viele Glaskörpertrübungen sind, dann wird es auch schwierig, die alle dann komplett zu lasern. Für die Vitrolyse, finde ich, sind die Patienten geeignet, bei denen sie diese kompakten Glaskörpertrübungen haben. Auch Patienten, die schon Probleme gehabt haben, die schon gelasert worden sind und die vielleicht auch schon mal einen Netzhautriss gehabt haben, wo sie nicht vitrektomieren möchten, sind vielleicht eher die Patienten, die dafür in Frage kommen. Patienten mit diesem Weißring sind dafür richtig gut geeignet, weil die ganz klar definiert sind, diese Glaskörpertrübungen. Bei diesem Patienten beispielsweise, der eine astroide Hyalose hat, würde man normalerweise nicht lasern, aber der hat hier eine Glaskörpertrübung, die ihn stört. Und dieser Patient kommt durch seine hintere Glaskörperabhebung dann doch in Frage. Wie funktioniert jetzt der Laser, der LX-Laser, der dafür eigentlich auch konzipiert worden ist? Bei den herkömmlichen Jagdlasern war es so, dass wir eine Trennung gehabt haben zwischen der Beobachtungs- und dem Behandlungsstrahlengang. Entweder war eine Visualisierung möglich oder eine Therapie. Die Lösung ist jetzt, dass wir einen koaxialen Strahlengang haben. Und was man auch wissen sollte, ist, dass man verschiedene Energiemengen dann auch in das Auge hineinbringen muss, um den gleichen Effekt zu haben. Das heißt, je weiter Sie hinter der Netzhaut oder im Glaskörperraum sind, desto mehr Energie müssen Sie verwenden. Und so sehen diese Bilder dann aus, wenn Sie das koaxial sich dann anschauen. Dann ist es noch ganz wichtig, früher hat man sich Gedanken machen müssen, welche Lupe man nehmen musste. Jetzt gibt es mittlerweile diese Zink-Kontaktglas, mit dem Sie eigentlich den Glaskörper sehr gut überschaubar darstellen können. Und so sieht der Strahlengang aus. Das heißt, im koaxialen Strahlengang können Sie diese Visualisierung durchführen und gleichzeitig auch die Laservitrolyse. Und was hier gemacht wird, das sind die Bilder vom Herrn Brasse, die wirklich das sehr schön darstellen, dass Sie letztendlich diese Glaskörpertrübung mit dem Laser dann verdampfen. So funktioniert das Ganze. Das heißt, beim Draufdrücken des Lasers geht diese Klappe dann runter und dann lasern Sie genau die Stelle, die Sie auch gesehen haben. Wo Sie sich klar sein müssen, ist, dass es nicht wie eine Jagdkapsulotomie ist, das ist nicht zweidimensional, sondern das ist wirklich dreidimensional, diese Bilder. Das heißt, wenn Sie sich das Ganze anschauen im Auge, dann haben Sie den Laserbeam, Sie haben den Floater, Sie haben den Schatten und gleichzeitig ist es so, dass sich das Ganze auch bewegt, während Sie diese Vitriolyse dann durchführen. Das heißt, das ist ganz wichtig, dass Sie sich immer klar sind, wo befinden Sie sich bei der Vitriolyse, damit Sie nicht zu nah an der Netzhaut sind oder auch an der Linse. Und so sieht dann die Vitrolyse in Real Life dann auch aus. Das heißt, das Ganze schwimmt immer so ein bisschen hin und her und Sie lasern dann diesen Floater ganz gezielt. Es entstehen diese Gravitationsblasen, die nach oben gehen. Und
wenn Sie das eigentlich schon ein paar Mal gemacht haben, dann kriegt man schon so ein richtiges Gefühl dafür. Schön ist eigentlich, wenn Sie lasern, dass dieser Flote dann weggeht, aber dann wieder dann zurückkommt und Sie bei diesen kompakten Floatern dann, bei diesen, auch gerade bei diesen Phagenpatienten dann innerhalb einer kurzen Zeit diese Vitrolyse dann komplett durchführen können. Die Behandlungsdauer dauert so 5 bis 12 Minuten. Ich glaube, länger sollte man nicht lasern. Manchmal sind mehrere Sitzungen notwendig, aber wenn es wirklich dieser kompakte, wenn es dieser Weißring ist, dann geht es relativ flott. Es ist keine postoperative Therapie notwendig und bisher ist es auch keine Kassenleistung. Vor der Vitrolyse, ich zeige Ihnen gerade schon Bilder, wie das aussieht, und Sie sehen das direkt nach der Vitrolyse. Sie sehen noch diese Bläschen und auch diesen Floater, der doch ziemlich groß ist, der ausgeprägt ist, sehen Sie direkt nach der Vitrolyse. Den können Sie wirklich mit dem Laser dann wegschießen und der Patient ist von seinen Sorgen, was die Floater angeht, dann befreit. Was sagen die Patienten? Sie können natürlich nicht alle Patienten glücklich machen. Das waren unsere ersten 400 Patienten, die wir gelasert haben. Es waren 52% der Patienten waren zufrieden, 27% haben gesagt, dass es besser geworden ist, bei 4%, die haben keine Verbesserung feststellen können und bei 17%, bei denen mussten wir dann doch eine Vitrektomie durchführen, aber es war doch möglich, dass man bei einem großen Anteil der Patienten auf einen intraokularen Eingriff dann verzichten konnte. Das heißt, Patienten, die diesen Weißring haben, wie Sie es hier sehen, die können Sie sehr gut behandeln. Oder Patienten mit diesen wolkenartigen Trübungen, junge Patienten, die noch phag sind, ohne eine Vitrektomie durchzuführen, können Sie behandeln. Die sind dann weg, diese Trübungen. Auch Patienten beispielsweise mit diesem Wagner-Syndrom, die natürlich eine ausgeprägte Pathologie haben im Glaskörperraum und denen einfach diese Stränge dann stören, diesen Schattenwurf, können Sie ohne einen intraoperativen Eingriff, eine Vitrektomie dann die Trennung durchführen dieser Stränge und damit diesen Schattenwurf dann deutlich reduzieren und diesen Patienten, diesen jungen Patienten dann helfen. Die Komplikation, die hat man natürlich dann auch. Meistens ist es erstmal durch das Kontaktglas, dass die Augen ein bisschen rot werden und so dieses Trockenheitsgefühl da ist. Wir hatten bei 2 Patienten Netzhautblutungen und bei 1 Patienten hatten wir eine Kataraktinduktion. Diese wurden aber dann wirklich durchgeführt, weil der Patient nicht ruhig war, den Kopf bewegt hat. Also es war nicht so, dass man im Glaskörperraum dann gelasert hat und dann hat man festgestellt, ups, da ist die Linse getroffen oder die Netzhaut, sondern das waren wirklich durch Kopfbewegungen des Patienten wurde dann der Fokus dann verändert und man musste oder hat dann die Netzhaut oder die Linse getroffen. Andere Probleme, die man sonst bei einer Vitrektomie hat, die haben wir Gott sei Dank nicht feststellen können. Auch ein Makulödem ist nicht festgestellt worden. Kein Vorderkammerreizzustand, keine Aderhautabhebung oder auch keine Aderhautblutung. Um die Komplikation zu vermeiden, ich zeige Ihnen diese Patienten nach einem Linsentreffer. Hier muss dann natürlich eine Kataraktoperation durchgeführt werden. Und deswegen ist es auch ganz wichtig, wenn Sie phage Patienten lasern, dass Sie vorher eine Biometrie durchführen können, weil danach, wenn Sie die Linse getroffen haben, kann das nicht passieren. Abstand zu der Netzhaut, die sollte eingehalten werden, damit Sie wirklich keinen Netzhauttreffer dann landen. Ich zeige Ihnen die Bilder bei unseren Patienten. Das waren die 2 Patienten, die ich Ihnen gerade gesagt habe. Da kam es zu einer Netzhautblutung, aber es kam zu keinem Netzhautvorrahmen und es kam auch zu keiner Amozo. Das heißt, diese Patienten mussten dann auch nicht abgeriegelt werden mit dem Argon-Laser, um zu verhindern, dass sie eine Amozo bekommen. Ich komme dann zum Schluss meines Vortrages. Ich finde, dass die Vitrolyse gut geeignet ist bei den einzelnen kompakten Trübungen, dass es eine schnelle und eine schmerzlose Therapie ist, eine niedrige Komplikationsrate. Es ist aber nicht zu vergleichen mit einer Jagdkapsulotomie, sondern Sie müssen sich wirklich Zeit nehmen. Sie müssen eine gute präoperative Diagnostik durchführen. Das ist wie wenn Sie eine Blompenchirurgie durchführen. Da ist auch die präoperative Diagnostik ausschlaggebend. Es ist gut bei jüngeren Patienten, weil sie damit eine Kataraktoperation dann vermeiden können.
Aber, das muss man auch sagen, es ist keine allgemeine Lösung. Es ist nicht geeignet bei vielen und bei diffusen Trübungen. Und bei Trübungen, die nah an der Netzhaut oder an der Linse liegen, ist dieses Verfahren nicht geeignet. Da, denke ich, ist eine Vitrektomie dann doch durchzuführen. Und unser Angebot, was die Flutterpatienten angeht, ist natürlich abhängig vom Invasivitätsgrad und auch vom Leidensdruck. Und wir fangen, wie gesagt, mit der Atropintherapie an, die 0,01%. Dann eine Vitrolyse, wenn es möglich. Und wenn nicht, dann sollte dann doch eine Vitrektomie in Betracht gezogen werden. Und Sie können natürlich sich überlegen, was wir vielleicht bei diesen Patienten gemacht haben. Die Rechtsanwältin, die hochmyop ist und bei der Sie diese Trübung nicht sehen konnten. Hier habe ich eine Flutterektomie durchgeführt. Und damit würde ich meinen Vortrag beenden und dann weitergeben an Arndt und dann an Professor Herauf. Ja, vielen Dank, lieber Hakan, für diese doch sehr breite Darstellung. Bin dir sehr dankbar, dass du hier dein Wissen teilst mit uns und mit den Teilnehmern. Speziell auch, weil du da einen Erfahrungsschatz hast aus diesen Hunderten von Patienten, der, glaube ich, ganz wichtig ist, dass man den publiziert. Ich habe im Chat zwei Fragen. Die erste: Haben die behandelten Patienten mit dem niedrig dosierten Atropin keine Sehstörung wegen Mydriasis? Ist das praktisch durchführbar bei Erwachsenen? Das ist bei Erwachsenen durchführbar, weil wir führen es ja bei den Kindern ja auch durch und die Kinder fahren ja auch mit dem Fahrrad und da haben wir auch keine Bedenken. Es gibt auch eine Publikation, die das auch mit untersucht hat. Es kommt zu keinem Visusabfall in der Ferne, es kommt zu keiner Blendung und es kommt auch zu keiner Reduktion der Lesegeschwindigkeit. Da gibt es auch wirklich ein Paper dazu, das haben sie über 100 Probanden dann durchgeführt. Und diese 0,01%, die machen ja nur eine leichte Mydriasis, aber dieses Pupillenspiel ist immer noch da. Und daher kam ja auch die Idee, dass ich dann sage, gut, ich weiß, dass die Kontraste dann weniger werden, wenn die Pupille ein bisschen weiter aufgeht, aber das Pupillenspiel ist immer noch da, dann verwende ich doch das Atropin einfach bei den Patienten, bei diesen Flutterpatienten und habe damit eigentlich eine Therapieoption, ohne invasiv zu sein. Ich finde es interessant. Er hat auch selber die Chance, dass er selber entscheiden kann, ob er die Tropfen reinmacht oder nicht. Er hat Kontrolle über seine Flutter und ist damit auch dankbar. Ja, ich finde es einen sehr interessanten Ansatz. Was würdest du denn schätzen, oder du weißt vielleicht die konkrete Zahl, wie viel deiner Patienten kriegst du mit Atropin zufrieden? Wir haben das mal ein bisschen untersucht. Man kann schon davon ausgehen, dass so 40% mit diesen Atropintropfen eigentlich ganz gut klarkommen. Die anderen sind dann eher so skeptisch. Wir hatten auch 15%, die haben die Tropfen dann gar nicht genommen. Die haben es dann auch zugegeben. Also das ist ja schon so ein schwieriges Klientel, mit dem man es dann zu tun hat. Aber diese Frage einfach, nachdem die Patienten weit getropft sind und vor dir sitzen und man fragt, sind ihre Flutter besser geworden oder sind diese Trübungen weniger geworden, das ist für mich dann schon der erste Hinweis, bei diesen Patienten würde das funktionieren und dann gebe ich ihm das mit und dann kann er das selber ausprobieren, bevor ich irgendwelche Therapien dann anfange mit einer Vitrektomie oder Vitriolyse. Prima. Weitere Frage, was für ein Kontaktglas verwenden Sie für den weitestmöglichen Blickwinkel? Das hast du schon angesprochen, vielleicht wiederholst du es einfach nochmal kurz. Das ist dieses Sinkglas von der Firma Volk war das und damit komme ich eigentlich dann ganz gut hin. Hm. Ich meine, wenn sie sowieso peripher liegen, dann stört es die Patienten ja meistens ja auch nicht. Korrekt. Das ist ja dann schon im zentralen Gesichtsfeld, was die Patienten dann stört. Hm. Dann nächste Frage, braucht es eine schriftliche Aufklärung und die Unterschrift des Patienten vor einer Laservitrolyse? Da möchte ich sagen, ja bitte, vielleicht kannst du das noch ein bisschen ausführen. Wir machen das, wir haben wirklich, ich weiß, Herr Brasse hatte mal was entworfen und wir machen das. Nee, hier geht es um die Laservitrolyse, hier geht es nicht um die Aufklärung bei Atropin, sondern vor Laser. Ja, die Patienten werden klar, ja. Mögliche Komplikationen aufgeklärt. Ja, ja, ganz klar. Ja, genau. Linsentreffer, Netzhauttreffer, ja, genau. Ammonio und so richtig, weiter. Richtig, genau. Ja. Vor Atropin gibt es ja auch eine. Das hatte, ich glaube, die hat sogar der
Herr Brasse irgendwie im Netz stehen auf seiner Homepage oder irgendwie so, dass er die Patienten schon mal informiert? Ja, ja, also. Was mir noch durch den Kopf gegangen ist, unzufriedene Patienten auch nach kompletter Vitrektomie. Du hast schon angesprochen, das Klientel ist ja speziell und auch sehr divers. Wie ist deine Erfahrung da? Wie kann man das erklären? Liegt das schlichtweg höher als die Augen, oder? Also es gibt ja schon diese Patienten, die sagen, also wissen Sie, wenn ich nach so einer Vitrektomie den Kopf immer noch nach links drehe bei 170 Grad und dann so nach oben schaue, da sehe ich dann doch noch ein bisschen was. Da ist man, glaube ich, machtlos. Und es ist, glaube ich, die große Kunst, diese herauszuziehen und die dann nicht zu operieren. Und sich auch nicht einlullen zu lassen, wenn sie sagen, ich habe ja so vieles von Ihnen gehört und Sie sind der Beste. Und dann sagen, nee. Also das ist so, ich habe mir auch schon mal ein Gutachten geben lassen vom Psychologen, dass der Patient einwilligungsfähig ist von der Operation. Also das ist eine spannende Sache. Was sagst du, wie viele Patienten hast du oder habt ihr gelasert? Ungefähr. Und aufgehört zu... Ungefähr. Das waren über 400 Patienten. Ja. Und da war kein Netzhautriss und es war keine Ablatio zu erkennen, weil was wir ja immer noch nicht wissen ist, wie wird die Energie im Glaskörper wirklich weitergeleitet an die Netzhaut? Und da ist man als Netzhautchirurg natürlich immer sehr zurückhaltend mit allen Veränderungen im Glaskörper. Aber ich finde es absolut publikationswürdig, diese Anzahl. Denn wir müssen das ja weiter untersuchen. Ja, also ich meine, wir kennen es ja von der, ich meine, wenn du vitrektomierst, das ist ja auch diese große Frage, dass die Vitrektomie dann erst vorbei ist, wenn der ganze Glaskörper komplett weg ist. Ich meine, da gibt es auch diesen anderen Trend, den werden wir wahrscheinlich jetzt dann hören, wo nur der Teil entfernt ist, der stört, eine Floaterektomie durchführt und wo man vielleicht nicht so diese ganz großen Komplikationen hat. Und ich meine, man lasert ja da wirklich da in der Mitte und so viel wird da nicht dran gezogen. Und wenn man eine Vitrektomie hat, ich meine, es gibt ja auch diese Glaskörper, die dann diese Fasern haben, wo du ganz genau weißt, wenn ich jetzt hier drauf drücke beim Vitrektomieren, da zieht es da ganz in der Peripherie. Also die würde ich auch nicht lasern. Und wir sind ja mit unseren Indikationen auch runtergegangen, dass man als Early Adopter natürlich alles Mögliche ausprobiert, auch viel dann einkassiert an Kritik, aber es sich dann so langsam, okay, diese kompakten und das ist gut und der Rest ist eigentlich dafür nicht geeignet. Es ist nicht einfach dieses, ich schieße da mal drauf und das Ding ist weg, das ist es wirklich überhaupt nicht. Also es gehört viel mehr Arbeit dazu und die präoperative Diagnostik, ich vergleiche das fast schon mit der Plomben-OP, wo man sich sehr viele Gedanken vorher machen muss, bevor man den Patienten lasert. Sind noch zwei Fragen reingekommen. Die erste: In der Schweiz kostet bei uns in Baden die Behandlung mit der Glaskörperlyse 500 Schweizer Franken. Was verlangen Sie in Deutschland? 750 Euro. Und die zweite Frage: Wie viel Mal repetieren Sie die Behandlung? Wie bitte? Wie viel Mal wiederholen Sie, repetieren Sie die Behandlung? Also mittlerweile reicht, also wir haben es mal ausgerechnet, ganz am Anfang landet, glaube ich, so bei 2,1 Behandlungen, aber das ist jetzt mittlerweile wirklich runtergegangen auf wahrscheinlich immer so bei 1,5 Behandlungen. Weil wir uns aber auch reduziert haben und gesagt haben, diese kompakten Trübungen, das sind die, da lohnt sich das zu lasern und bei den anderen gehe ich dann auch auf eine Vitrektomie über, wo ich dann sage, das macht nicht Sinn, wenn ich diese gardinenartigen Trübungen habe, dass ich da irgendwie probiere, was zu lasern. Also ich probiere es auch nicht, dass ich dann sage, ich probiere erstmal eine Vitrelyse und wenn es nicht klappt, mache ich eine Vitrektomie. Das gar nicht. Ich weiß dann, da habe ich noch mehr oder weniger eine ziemlich hohe Quote an Erfolg. Dann mache ich die Vitrelyse, sonst auch direkt auf die Vitrektomie dann übergehen. Prima. Hakan, nochmal vielen herzlichen Dank für deinen Vortrag. Ich würde jetzt gern überleiten zu Herrn Professor Hörauf, zu seinem Vortrag über die Vitrektomie. Lieber Hans, vielen Dank für die Teilnahme nochmal und ich freue mich sehr auf deinen Vortrag jetzt. Ja, vielen Dank. Ich darf jetzt quasi die andere Seite darstellen, die Vitrektomie.
Und dann gehen wir gleich mal vorwärts. Ja, die Vitrektomie, wenn man es im Internet schaut, bei Glaskörpertrübung wird sie teilweise tatsächlich sehr verharmlost. Da spricht man von Floaterektomie und es existiert tatsächlich ein Markt dafür, auch wenn man andere Nahrungsergänzungsmittel sieht und wenn man sich die Seiten www.floaters.com und www.vitrektomie.de mal anschaut, das ist tatsächlich mal wert, reinzuschauen. Und die Dinge, die ich ja hier rechts gezeigt habe, 0 bis 6,8% Ablatio, da komme ich später noch drauf, und 100% Katarakt, bei den Jüngeren vielleicht nicht ganz so schnell, aber das sollte man doch immer erwähnen und das wird da nicht immer so erwähnt. Das ist ein ganz wichtiges Dia, finde ich, weil das sagt einem, welcher Patient für eine Vitreolyse geeignet ist, welcher weniger Risiken bei einer Vitrektomie hat und welcher mehr Risiken bei einer Vitrektomie hat. Sehr, gar nicht so oft sehe ich die Patienten mit einem singulären, schönen Floater. Da ist das nachvollziehbar. Ich finde, das ist auch eine Indikation, da kann man über den Laser sprechen. Die eignen sich, finde ich, auch ganz gut für eine Floater-Only-Vitrektomie, wie es heißt. Aber da ist der Glaskörper schon abgehoben und jeder, der in der Netzhaut operiert, weiß, dass sich es leichter operiert und dass man auch weniger periphere Netzhautlöcher induziert, wenn man den Glaskörper abhebt. Wir haben es aber gar nicht so selten mit jungen Patienten zu tun, bei denen der Glaskörper anliegt und bei denen die Trübungen innerhalb von Lakunen liegen. Und wenn man, da ist das OCT sehr hilfreich, sich das anschaut, dann sind es genau die Trübungen, die stören. Und die sind für einen Laser nicht geeignet, weil sie innerhalb von 3 mm vor der Netzhaut liegen. Und da kommen sie nicht risikofrei und gefahrlos mit dem Laser hin. Und wenn wir hier den Glaskörper abheben wollen, das ist genau das, was Herr Kollege Keimer gerade sagte, dann haben wir natürlich ein Risiko, weil wir hier ziehen, in dem Moment, wo wir abheben, ziehen wir in der Peripherie. Und wenn wir dann zeitgleich da noch an den Stellen Degenerationen haben, können wir natürlich Löcher verursachen. Das sind die, vor denen man schon Respekt haben sollte, die man aber aus meiner Sicht deutlich weniger beschwerdefrei macht, wenn man nur eine Chorvitrektomie macht, ohne eine Glaskörperabhebung. Das sieht man hier im OCT ganz schön. Hier sieht man die unmittelbar vor der Fovea rumschwimmen. Der Glaskörper liegt aber eigentlich noch an. Und man sieht es auch im Infrarotbild im OCT ganz gut. Also das OCT-Bild eignet sich hier wirklich auch für die Erklärung des Patienten gut, wenn man nicht unbedingt einen Optus zur Verfügung hat. Das macht dann eben diese Skotome. Das ist ein Patient, der wurde mir eigentlich vorgestellt zur Frage Peeling bei einem zarten Makula-Innenschichteffekt. Aber wenn man genau guckte, dann störte den Patienten genau dieser Floater. Und man kann das schon nachvollziehen. Und jetzt, nachdem ich zwar ja noch nicht die ganzen 60 erreicht habe, so Ende 50 mich rumbewege, merke ich auch bei mir, dass die Floater zunehmen. Und das ist schon störend. Auch wenn man gerade peelt und schaut und ins Mikroskop oft schaut, dann kann man schon nachvollziehen, dass es nervig ist. Deswegen eine der ersten Publikationen, da muss man sagen, Respekt vor Herrn Körner, der hat das mit 2 Zugängen gemacht, indirekte Ophthalmoskopie, hat auch geschrieben, dass er den Glaskörper abgehoben hat dabei und es waren durchaus differenzierte Leute, die sich dem unterziehen und Herr Keimer hat auch da völlig recht, es gibt natürlich Patienten, die diese Somatisierungsstörung haben, das ist dann schwieriger. Keine direkte Kontraindikation, aber es sind durchaus auch Leute dabei, die stört das massiv und die sagen, nee, das möchte ich gern loshaben. Also auch ein schon wichtiger Punkt. Lange Zeit hat man das ja unter den Tisch fallen lassen und man konnte öffentlich in Kongressen nicht darüber sprechen, dass man Vitrektomie bei Glaskörpertrübung durchgeführt hat. Das hat sich geändert, aber die erste Publikation, die wirklich wegweisend war und die mir mein Lehrer Lacqua auf den Tisch legte und sagte, jetzt ist das erste Mal so öffentlich richtig darüber geschrieben worden, war um Stanley Chang, der ja die Perfluorcarbone in die Netzhautchirurgie eingeführt hat, 5 Patienten. Aber das war eine wegweisende Publikation, weil man da erstmal die Lebensqualität bei diesen Patienten mit einbezogen hat, mit einem standardisierten Bogen. Und dann wurde das erstmal so hoffähig. Noch 2010, auch das ist ja schon wieder eine Dekade her, stimmten bei einer Umfrage unter den Augenärzten in den USA 67% gegen eine Vitrektomie bei störenden Glaskörpertrübung. Ich glaube, auch das hat sich durch die Verbreitung der nicht invasiveren, trokargeführten Vitrektomie
geändert mittlerweile, das wäre sicherlich jetzt anders. Damals haben natürlich auch viele mitgestimmt, die die Vitrektomie noch mit mehr Komplikationsraten kennengelernt haben in ihrer Ausbildung. Heute ist das sicherlich anders, da haben sich die Indikationen erweitert. Ich warne trotzdem vor solchen Publikationen wie hier, wo 27 Gauge in topischer Anästhesie, 3 Fälle publiziert werden. Ich würde das für mich nicht gern machen, einen Patienten mit hinterer Glaskörperabhebung in topischer Anästhesie. Da können periphere Löcher entstehen, da können alles Mögliche passieren. Deswegen wäre das nicht meins. Die haben aber keine Glaskörperabhebung induziert. Aus meiner Sicht ist eine Hinterglaskörperabhebung notwendig aus den vorher skizzierten Punkten, in dem Moment, wo sie noch nicht präexistierend eine haben. Und die kann schwierig sein, das wissen wir alle. Und manchmal zieht man dabei an der peripheren Netzhaut, um den abzuheben. Und da kann es halt die iatrogenen Löcher geben. Ich zeige jetzt nur ein paar Publikationen, aber die müssen Sie über sich ergehen lassen, weil die Daten gehen schon ein bisschen auseinander. Es ist eine retrospektive Studie, 116 Augen, vor 10 Jahren publiziert, teilweise schon 25 Gauge damals. Und die hatten bei 2,5% der Patienten eine Ablatio gesehen. Das ist so das Übliche bei Netzhautchirurgie und bei Peeling kennt man das auch. Aber auch in dem Fall, wo nicht gepeelt wurde, 2,5% der Patienten. Iatrogene Foramina haben sie aber bei 16,4%. Das heißt, da haben sie kryokoaguliert oder behandelt. Das ist eine ehrliche Arbeit, die das skizziert hat. Ich würde sagen, mittlerweile die Schärfe der Cutter hat sich nochmal geändert. So viel Prozent iatrogene Löcher habe ich, glaube ich, nicht. Und Herr Keimer, glaube ich, auch nicht. Aber das wird vielleicht ein bisschen weniger sein. Aber in der Publikation war kein Unterschied. Vielleicht eine Tendenz, 20 Gauge hatte ein bisschen mehr iatrogene Löcher. Die Trokare per se verhindern keine Löcher. Es ist die Glaskörperabhebung. Das zeigt diese Arbeit eindeutig. Hier eine zweite Publikation, die schon von Crawford, schwedische Arbeit 2011, und die haben gezeigt, 6,8% Ablatio. Und das Interessante hierbei war, dass von den 5 Ablationen, die aufgetreten sind, in 4 Fällen die spät aufgetreten ist. Sodass man spekuliert hat, weil der Zusammenhang zu einer Katarakt-OP gegeben war. Das heißt, die Patienten haben ihre Katarakt sekundär entwickelt nach der Vitrektomie. Man hat die Katarakt operiert, man hat eventuell dann auch einen Jacklaser Nachstart durchgeführt. Und wenn man jetzt eine periphere Glaskörperschürze bei Fakenaugen lässt, macht dann die Katarakt-OP. Könnte natürlich sein, dass sich die periphere Schürze noch weiter abhebt und durchaus Löcher entstehen. Das ist deswegen auch eine Diskussion wert, ob man nicht, wenn man schon sich zur Vitrektomie entscheidet, dann die kombiniert mit der Katarakt-OP macht und peripher ein bisschen sauberer ausräumt, damit man eben diese Löcher verhindert und dann vielleicht eher immer kombiniert operiert. Das ist eine Arbeit von Herrn Ludwig noch, der zeigte, dass bei den meisten Patienten die Beschwerden rückläufig waren, obwohl in einigen eine Ablatio aufgetreten ist. Auch er berichtet über 3%. Das gehört also in die Aufklärung Ablatio. Und auch eine recht wertvolle Publikation hier. Qualitativ, die Patienten ordnen in der Mehrzahl der Fälle die Ergebnisse als gut ein. Aber man darf nicht vergessen, es gibt 10%, die nicht zufrieden sind. Und das sind vielleicht die, die dann peripher noch Veränderungen haben, aber es sind sicherlich die, die Komplikationen entwickeln. Und deswegen muss man aufklären, genau wie beim Laser, dass nicht alle völlig beschwerdefrei werden. In der Arbeit immerhin 10,9% Ablatio. Das ist schon viel. Und ungewöhnlich finde ich, Zystoides Makuloödem haben die auch beschrieben. Vielleicht dann, wenn sie im Rahmen von Netzhautlöchern noch kryokoagulieren mussten. Epiretinale Membranentwicklung, wenn der Glaskörper weg ist, haben natürlich die Gliazellen Platz. Könnte es auch geben. Also es hat eigentlich das ganze Spektrum wie bei einer normalen Vitrektomie. Und deswegen kam der Siebeck auf die Idee, hat gesagt, lass uns doch diese ganzen Komplikationen vermeiden, lass uns nur die Floater vitrektomieren. Der hatte eigentlich eine Serie publiziert, die ganz gute Ergebnisse hatte. Er hatte weniger Kataraktentwicklung nach 15 Monaten und nur bei einem von 76 Augen hob sich dann die Glaskörpergrenzmembran nach dieser Chorvitrektomie ab und der hat eine erneute Symptomatik gehabt, die anderen noch nicht. Ich habe gegenläufige Beispiele, wo mir Patienten zugewiesen wurden, wo eine Vitrektomie gemacht wurde
Dann habe ich im OCT gesehen, dass immer noch Glaskörper auf der Netzhautoberfläche war und die waren noch symptomatisch, sodass ich dann, für mich ist es keine Option, nur eine Floater-Only-Vitrektomie zu machen. Das kann man überlegen. Ich finde, da würden mir einige Patienten nicht beschwerdefrei werden, deswegen würde ich es nicht anwenden. Also die Vitrektomie bei Glaskörpertrübung ist nicht einfacher oder weniger risikoreich als für andere Indikationen. Ich finde sie aber hier effektiver als ein Laser. Bei vollem Visuspotenzial ist die Indikation sicher noch sorgfältiger zu stellen. Das sind ja Augen, die eine sehr gute Sehschärfe haben. Und besonders jüngere Patienten mit noch einer klaren Linse muss man auf die frühere Katarakt-OP und eventuell spätere refraktive Probleme hinweisen, insbesondere wenn sie myop sind und zum Beispiel nur an einem Auge unter den Glaskörpertrübungen leiden. Das sind manchmal schwierige Situationen, die dann tatsächlich dagegen sprechen können. Als Komplikation hat der Herr Kaimark die Lasergeschichten schon erwähnt. Beschädigung der Linse war gerade heute, habe ich es gelesen, im Ophthalmologen, der zugeschickt wurde, aus Münster eine Arbeit, wo die Linsenrückfläche beim Fakenauge erwischt wurde. Man darf das nicht unterschätzen. Ich hatte den Laser ja nur ein, zwei Wochen hier zum Testen, habe mich dann damals dagegen entschieden. Das war aber eigentlich auch eine Frage der Zeit für diese Indikation, weil man schon Zeit dafür haben muss, diese Therapie durchzuführen, insbesondere die Lernkurve am Anfang eben, um diesen Sicherheitsabstände einzuhalten, finde ich, ist nicht zu unterschätzen. Und hier sind nochmal aufgelistet die Probleme, die es geben kann. Ich finde, der Laser ist nur für wenige selektive Fälle geeignet, kann eben auch zu Komplikationen führen, gegebenenfalls mehrere Sitzungen. Und dennoch gibt es Patienten, die Beschwerdepersistenz haben. Das sprach für mich bisher dagegen. Ich glaube aber, dass es selektive Fälle gibt, die sinnvoll sind. Es gibt eine Arbeit dazu, Laservitriolyse und Vitrektomie zu vergleichen. Die ist aber zu dem Schluss gekommen, dass es randomisierte Studien eben nicht gibt und dass die notwendig wären. Und solange kann man keine Aussage dazu treffen, was ja nicht verwunderlich ist. Ich finde immer noch wichtig, darauf hinzuweisen, dass man bei den Glaskörpertrübungen immer die sekundäre von der primären Pathologie unterscheiden muss und man nicht einfach bei jedem Patienten denkt, das sind altersbedingte normale Glaskörpertrübung. Man sollte sich den Glaskörper genau anschauen, sind Zellen vorhanden? Und dann gibt es auch so seltene Dinge wie eine Amyloidose, an die sollte man denken, das sind extrazelluläre Proteinablagerungen entlang der Kollagenfibrillen. Das sind typischerweise solche Fußpunkte an der Rückseite der Linse, die man sehen kann. Die gibt es uni- und bilateral. Und dann natürlich die asteroide Hyalose, die sich aus meiner Sicht für einen Laser auch in keiner Weise eignet. Und die darf man für eine Vitrektomie auch nicht unterschätzen. Da denkt man, die ist einfach und man sieht den Glaskörper deutlicher. Nach meiner Erfahrung klebt die Glaskörpergrenzmembran bei den asteroide Hyalosen Patienten dermaßen auf der Netzhautoberfläche. Und was ich nach wie vor nicht gut verstehe, dass manche symptomatisch sind, andere gar nicht. Obwohl das ja, wenn man es hier im OCT sieht, diese deutlichen Schlagschatten macht. Meistens sind es die, die so eine partielle Abhebung haben, aber es ist interessant, dass manche da überhaupt nicht symptomatisch sind. Die Asteroide Hyalose, das sind ja kalziumhaltige Phospholipide. Oder Diagnose auch von Assistenzärzten steht dann oft Synchises Sintilans, den muss ich immer dann sagen, Synchises Sintilans ist was anderes. Das sind Cholesterinkristalle bei der Synchises Sintilans. Die sieht man ja als Augenarzt Gott sei Dank selten, hauptsächlich als Ophthalmopathologe bei schwer entzündeten Augen oder erblindeten Augen. Und die sind im Gegensatz zur Asteroidenhyalose sind die Kristalle größer und können sich teilweise auch in der Vorderkammer ablagern. Also das ist nicht zu verwechseln. Immer hellhörig sollte man sehen, wenn plötzlich jemand mit 70 Glaskörpertrübungen entwickelt, vielleicht auch noch Glaskörperzellen. Man muss an Non-Hodgkin-Lymphom denken. Nicht immer haben die hier auch retinale oder choroidale Beteiligung. Es gibt auch eine rein vitriales Non-Hodgkin-Lymphom. Und da muss man mal aufpassen, dass man das nicht verpasst. Im Zweifel würde man da eine Vorderkammerpunktion empfehlen, diese Interleukine bestimmen. Herr Pleier hat uns das ja nochmal nachdrücklich gesagt, oder Glaskörperpunkt. Also wichtig finde ich ein ausführliches Patientengespräch. Man muss sich Zeit nehmen und dabei eben auch auf das psychologische Profil der Patienten achten. Somatisierungsstörungen sollte man vorher abklären. Es ist für mich nicht unbedingt eine Kontraindikation, aber man kann dann schon manchmal feststellen, dass man die Patienten nicht unbedingt beschwerdefrei macht.
der sich damit befasst hat, war Herr Jünemann. Und das ist eine fehlende Habituation. Das ist im Grunde wie die Prinzessin auf der Erbse. Und ich vergleiche das fast mit positiven oder negativen Dysphotopsien, wenn Sie Kataraktoperationspatienten haben. Das ist für mich ganz ähnlich. Die sehen jede Veränderung. Und manchmal haben dann die Patienten, die eine Katarakt entwickeln nach Vitrektomie bei Glaskörpertrübung, genau Dysphotopsien hinterher. Deswegen ist das wirklich kein einfaches Patientengut, wenn man schon merkt, hier ist vielleicht eine Somatisierungsstörung dabei. Deswegen hole ich mir dann tatsächlich eine psychosomatische Zusatzmeinung und empfehle das auch. Kein Eingriff bei akuter Glaskörperabhebung, kurzer Dauer der Symptome. Es sollte ein Zeitintervall zwischen Untersuchung und Eingriff sein. Also wenn die eine Glaskörperabhebung hatten, weil viele werden ja dann asymptomatisch im Laufe der Zeit. Pseudophage sind natürlich besser geeignet als Phage-Patienten und hintere Glaskörperabhebung, wenn die besteht, ist sie weniger risikoreich für eine Vitrektomie, als wenn der Glaskörper anliegt. Bei der Gelegenheit möchte ich auch unbedingt erwähnen, man sieht hier einen Patienten mit so einer Glaskörpertrübung, aber peripher halt dermaßen viele abgeriegelte Degenerationen. Wenn da der Glaskörper noch anliegt, habe ich einen Höllenrespekt vor der Vitrektomie, weil die gehen auf wie ein Reißverschluss außen. Auch so eine abgeriegte Laserkoagulation kann man manchmal einreißen und das ist dann schon heikel, wenn man sich da zu einer Vitrektomie entscheidet. Ja, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank, Hans, Herr Professor Hörauf, für diesen sehr umfassenden Vortrag zur Vitrektomie. Und du hast sehr schön klar gemacht, dass das eben nicht so einfach ist, da einzelne Flaute zu beseitigen oder gar nur einzelne Teile des Glaskörpers zu entfernen. Haben Sie Fragen an Herrn Professor Hörauf? Dann melden Sie sich bitte im Chat. Solange wir das noch nicht haben, kann ich vielleicht eine Frage an dich stellen. Du hast die hintere Glaskörperabhebung angesprochen. Wie lange würdest du warten, bevor du da chirurgisch rangehst, wenn der Leidensdruck sich nicht löst? Halbes Jahr Minimum. Ja. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man sich da nicht drängen lässt vom Patienten. Das muss sich beruhigen. Und in den allermeisten Fällen beruhigt sich es ja auch, zumindest so, dass sich die Patienten daran gewöhnen. Wir kennen das ja manchmal von Patienten, die myop sind, eine Glaskörperabhebung entwickeln, dann haben sie 3-4 Hufeisenlöcher. Und du laserst sie und eine Woche später kommen sie mit weiteren Hufeisenlöchern woanders. Das heißt, die Glaskörperabhebung zieht sich so ein bisschen. Und wenn die Floater halt direkt vor der Fovea schwimmen oder nah an der Netzhaut, dann haben sie natürlich mehr Skotome oder Schatten, als wenn die sich weiter entfernen. Das ist das, was ich bei den Asteroiden nicht ganz verstehe, dass die manchmal wirklich symptomfrei sind, obwohl die ja dicht vor der Netzhaut schwimmen. Ich weiß nicht, ob du auch die Erfahrung hast oder Herr Kallmark, dass die hyalose Patienten, dass die echt schwer weggehen, dass der Glaskörper oft echt stark anklebt. Absolut, ja. Absolut. Also ein ganz wichtiger Hinweis. Die Kollegen in UK haben das schön aufgearbeitet, nachdem sie ihre Vitrektomie-Schüler eine Zeit lang an die Asteroiden-Hyalosen rangelassen haben und dann festgestellt haben, hoppla, da entstehen aber viele Löcher, viele Ablationen, ja. Weil eben das so fest drauf ist. Es hängt einfach dran wie Kleber. Ja, genau. Warum, weiß wahrscheinlich kein Mensch. Aber und das andere, was du ja auch angesprochen hast, ist ja frappant. Der Glaskörper kann ja so dicht sein, dass wir keine Netzhautdetails mehr sehen. Der Patient sieht 07, 08 und hat keinerlei Beschwerden. Und ja, selbst auf die konkrete Nachfrage, schwimmt denn da nichts rum vor hellem Hintergrund? Nö. Genau. Also, das ist natürlich auch spannend, weil das ist manchmal eine Vitrektomie-Indikation, weil du kein OCT mehr machen kannst. Richtig. Wenn so einer eine AMD hat, eine exudative oder eine DMÖ, dann musst du ihn ja jedes Mal angiografieren, damit du was sehen kannst. Mhm. Und an der Angio lässt sich ja eine AMD-Indikation schwer festmachen. Also da hatte ich schon 2, 3, die ich deswegen vitrektomierte. Ja, guter Punkt. Auf der anderen Seite der schöne fovialer Floater, den du gezeigt hast, der natürlich sich ideal für die Entfernung eignet. Ja. Also man muss, genau wie du sagst, man muss sehr genau hinschauen, was das wirkliche Problem ist. Und ihr habt das beide ja auch angesprochen, es braucht Zeit für die ganze Geschichte. Das ist was sehr zeitintensives, sich mit diesen Patienten zu befassen und die wirklich zufriedenzustellen. Aber wenn es dann funktioniert, sind es auch wirklich die glücklichsten Patienten. Ja. Also das ist ja dann... Ja.
unglaublich, was da für, wie überschwänglich auch man dann wirklich so eine Rechtsanwältin dann sein kann. Ja, das ist wie wenn man einen minus 20er Kontaktlinsenträger pseudophakisiert auf null, der fällt einem auch um. Anderen Punkt, den du angesprochen hast, Hans, ist die kombinierte Operation. Ja. Was denkst du, gibt es Fälle, wo du das machen würdest? Was sind die Voraussetzungen? Ja, klar. Also mit, wenn Patienten mal über 60 sind, nicht, oder ja, selbst über 55 mal nicht mehr so akkommodieren und das Akkommodationsding raus ist. Was ich schwierig finde, sind tatsächlich die Myopen, die keine Kontaktlinse tragen und das Problem einseitig haben. Weil denen verpasst du eine Katarakt, dann kommst du in die Diskussion Zielrefraktion, zweites Auge. Und dann, das ist blöd, finde ich. Also, weil das andere ja noch nicht dran wäre. Also da tue ich mir ein bisschen schwerer mit. Aber ansonsten, über 60 mache ich dann schon oft kombiniert die Katarakt mit. Mhm. Ja. Hakan, hältst du auch so wahrscheinlich? Ja, genau. Also auch dann die kombinierte Operation. Bei den Jungen bin ich dann froh, wenn sie da mit den Tropfen dann klarkommen. Und dann hat man das so ein bisschen zur Seite geschoben, hat ihnen dann trotzdem geholfen, ohne dann irgendwas zu machen. Also ich habe da auch heiden Respekt, da die hintere Glaskörperabhebung dann zu induzieren bei den jungen Leuten. Ich mache das dann nicht. Das ist mir dann doch zu heikel dann. Ja. Und dann noch die Linse und dann sind das ist, nee, das ist... Sind zwei Fragen gekommen zur Frage der Abrechnung über die Krankenkasse. Das ist schwierig, tatsächlich. Das ist die Frage, ob man immer total ehrlich ist. Das muss man euch zu sagen. Bei der Asteroidenhyalose denke ich auch, das ist kein Problem. Da hat man ja tatsächlich richtige Pathologie, wenn man so will. Aber ich versuche es einfach, wir machen es ganz oft, aber wir machen es, ich kann mich leicht drüber sprechen, weil ich das stationär mache. Und es ist dann doch relativ erstaunlich, wie selten Krankenkassen deswegen anfragen. Also wir haben deswegen nicht viele Anfragen, aber das ist stationär. Und im ambulanten Bereich ist dann wahrscheinlich sowieso so eine Frage, weil sich eine Vitrektomie, es sei denn, man hat Verträge, ambulant ja auch nicht richtig rechnet. Und dann muss man ohnehin einen Kostenvoranschlag machen. Aber wir würden das dann stationär fragen. Wir haben natürlich beim MDK genauso wie bei den Katarakten, wir können die nicht mehr am Vortag und so weiter, sondern halt OP am Aufnahmetag. Die bleiben dann halt so ein bis zwei Nächte, je nachdem, wie es die Patienten, wie es aussieht. Die gehen schon auch mal am ersten Tag mit Abschlag dann. Aber das ist ja in der Regel auch eine Vitrektomie, die jetzt nicht so Unsummen kostet. Aber haben da relativ wenig Abschläge von der Krankenkasse, muss ich sagen, also von Seiten der Indikation. Was man aber vielleicht auch sagen kann, es ist ja schon so, wenn man sich mit diesen Patienten dann beschäftigt, dass man es auch als Erkrankung dann irgendwann auch akzeptiert. Das ist ja wirklich, die haben den Leidensdruck. Und wenn der Patient in seiner Sehqualität und seiner Lebensqualität eingeschränkt ist, dann ist er ja auch wirklich krank im klassischen Sinne, finde ich. Ja, man muss dann halt Begründungsschreiben formulieren, wobei, ich habe das mal ganz am Anfang gemacht, so also im vorauseilenden Gehorsam, und dann war fast die Rückmeldung, wo ist das Problem, so wenn man so Barmer oder so, und dann habe ich gedacht, okay, jetzt einfach so. Ja. Es ist noch eine Frage erschienen jetzt, wieso sind die Netzhautchirurgen eventuell nur in der Schweiz oder auch in Deutschland mehrheitlich sehr ablehnend und skeptisch gegenüber der Glaskörperlyse? Das ist jetzt, ich sollte ja den Kontrapart vertreten. Für mich ist es nur so, dass es Zeit kostet. Und ich weiß nicht, ob die Technik nochmal in der Lage ist, meine Präsentation aufzurufen und auf das Vielen Dank-Bild zu gehen. Danach habe ich nämlich zwei Dias in Reserve genommen. Hallo, ist noch einer da in der Technik? Ja, ich hoffe. Ist jetzt. Geht nicht mehr, oder? Das müssen wir gangbar machen, das wird gehen. Super, warte, genau. Und das ist genau die Patientin, 28, und die kam so, und da habe ich gedacht, Mensch, das ist ja komisch. Ich habe an eine Amyloidose gedacht, wir haben dann so eine molekulargenetische Untersuchung gemacht, aber da war, glaube ich, nach letztem Stand nichts rausgekommen. Das ist eine Patientin, die hat mir der Herr Brasse geschickt, zur Frage Vitrektomie. Dann habe ich mir mit ihr natürlich für und wider, also einseitig betroffen, und jetzt das nächste Bild kann ich selber, Moment, oder vielleicht aufs nächste Bild klicken. Ja, und die hat er dann ein paar Mal gelasert
Und die ist happy. Die hat natürlich noch Trübung, aber die optische Achse ist frei. Sie kriegt keine Katarakt. Und da bin ich absolut auf der Seite, dass ich sagen würde, Laservitrolyse hat seine Indikation. Ich mache es halt nicht, weil ich nicht die Zeit für habe. Und wenn ich jetzt so ein bisschen Überschussbudget hätte, würde ich den Laser tatsächlich vielleicht noch besorgen. Aber im Moment mache ich es halt noch nicht. Aber es gibt Indikationen, da ist es hilfreich. Aber das wäre dann vielleicht was für so einen jungen, aufstrebenden Oberarzt, der sich damit dann auch gut kontrollieren kann. Weil die hatten, das Glück, dass man die Frau Fulda ja bei uns auch in der Praxis hatten, die das dann richtig nach vorne gepusht hat. Ja. Da braucht man wirklich Zeit und Muse und muss es ja wirklich, das ist nicht einfach so eine Jagdkapsulotomie, wo man sich einfach hinsetzt und draufballert. Das ist schon dreidimensional und es muss die richtige Indikation sein. Ja, das muss am Ende der Sprechstunde sein und dann muss man ohne Zeitdruck, ein bisschen Platz haben. Genau. Dann muss man demjenigen auch die Zeit dafür geben und auch den Freiraum. Aber ich will mich da nicht dagegen aussprechen. Es ist bei den Patienten tatsächlich, ich reiß mich ja nicht um die Vitrektomie bei diesen Patienten auch. Und wenn man es, glaube ich, gut erklärt und sagt, es können Beschwerden bleiben und die Vitrektomie bleibt uns ja immer noch, dann ist es okay. Und man muss die Indikation halt sorgfältig stellen mit diesem 3 mm Abstand, dass einem da nichts passiert. Das, glaube ich, ist schon wichtig. 3 mm Abstand ist für Erfahrene natürlich jetzt ein guter Punkt. Also wenn du die Netzhaut scharf siehst, dann bist du zu nah dran. Das ist so die ganz grobe Regel. Genau, der Linse ist aber schwieriger. Der Herr Brass hat mir gesagt, der hat am Anfang mal, und das habe ich mir für diese 2 Wochen Test gemacht, das markiert an der Spaltlampe, also mit dem Schlitten, wo man nach vorne und nach hinten fährt. Ja, dass er da nicht aus Versehen drauf geht. Damit er nicht zu nahe kommt, weil ich finde, die Linsentreffer in der Linse, das finde ich noch viel heikler. Nach hinten sehe ich besser. Also ich habe nicht so ein gutes Gefühl mit dem Kontaktglas zur Linse nach vorne. Also ich hatte mir am Anfang bei den ersten so Pseudophake gesucht und hatte tatsächlich, war er dahinter, aber diese Plasmawellen, die gehen halt und hatte tatsächlich ganz zarte Treffer auf der Rückseite der Hinterkammerlinse bei 1-2 Stellen. So, das war Gott sei Dank nichts Schlimmes, aber da habe ich schon gedacht, hups, da musst du aufpassen, ja, weil du gehst ja mit der Energie höher als üblich und ja, also man muss es schon üben. Absolut. Und wir haben noch Zeit. Entschuldigung, Hans, absolut richtig. Wir haben noch Zeit für eine Frage. Cut-OP nach Linsentreffer, immer in Vitrektomiebereitschaft. Loch in Hinterkapsel in posteriorer Rexis konvertieren. Das ist jetzt komplex für eine halbe Minute. Von Herr Kajak in 20 Sekunden. Genau, wir haben sogar publiziert. Wurde die Rexis, erstmal die hintere Rexis durchgeführt, weil wir es noch nicht so dicke hatten wie der Herr Dick. Der hat es ja mit dem Laser noch durchgeführt, dass wir natürlich erst die Trokare rein, weil man damit oder davon ausgehen muss, dass es nach hinten fällt, aber konnte dann doch verhindert werden, weil man eine hintere runde Rexis durchgeführt hat, vorsichtig dann bei der Hydrodissektion nicht zu viel Druck drauf gehen, mehr so eine Visco-Faku durchführen und dann absaugen. Aber man muss schon davon ausgehen, dass das Ding nach hinten gehen kann, ganz klar. Also aber dann kann man den ja auch vitrektomieren, dann ist das eine Glasglobetrübung groß. Also mit einer kombinierten Kassette auf jeden Fall. Ja. Das ist ein schönes Schlusswort. Wir haben noch 12 Sekunden für die Punktlandung. Ich danke euch beiden sehr für die spannende Diskussion und die Empathie, die ihr mitgebracht habt. Vielen Dank, Herr Professor Hörauf, vielen Dank, Herr Dr. Kaimak. Und ich danke allen Teilnehmern, die uns zugesehen haben und wünsche allen noch einen schönen Abend. Vielen Dank. Fußballabend, genau. So ist es.